Ja, ich bin Ingrid Kemener. Ich finde es super spannend, dass ich heute Abend hier sitze, denn vor 2 Tagen kannte ich den Cheat noch gar nicht. Er hat mich ganz spontan eingeladen, ich habe Ja gesagt und jetzt sitze ich hier. Er hat mich zu diesem wunderbaren Geistheiler-Kongress eingeladen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil es eben eine Möglichkeit ist, gemeinsam eine, wie er es so schön gesagt hat, einen lebenden Organismus zu erschaffen. Und ich freue mich sehr, dass ich mit dabei bin, dass ich eine Facette dieses lebenden Organismus sein darf. Und es passt sehr, sehr gut auch in meine Arbeit. Also ich habe vor einigen Jahren Galactic Network gegründet. Das heißt ja schon Vernetzung auf unterschiedlichen Ebenen. Also man könnte von mir sagen, ich bin so eine Art Radio zwischen den unterschiedlichen Welten oder eine Übersetzerin zwischen Himmel und Erde. Und das ist so ein bisschen der Auftrag von mir, den ich auch in dem Kongress wahrnehmen möchte. Also ich bin jetzt nicht so sehr eine Heilerin, ich würde mich auch gar nicht in dem Sinne als Heilerin bezeichnen, aber ich habe den Auftrag, kollektive Heilungsarbeit zu machen. Das heißt, ich arbeite auf übergeordneten Ebenen oder ich habe die Möglichkeit, man hat es mir angeboten von den geistigen Welten, dass ich diese Rolle zu erfüllen habe. Irgendwann habe ich dazu Ja gesagt und es hat sich eine sehr, sehr vielschichtige Arbeit entwickelt, von der ich einen Teil gerne bei diesem Kongress mit einbringen möchte. Ich habe mir vorhin Gedanken gemacht, was denn so meine Botschaft ist. Und in meiner Arbeit habe ich gesehen, dass Heilung niemals von außen nach innen geschieht, sondern eigentlich immer von innen nach außen. Das heißt, Heilung hat auch nichts mit den Medikamenten zu tun oder dass man sich mal auf den OP-Tisch legt und mal kurz irgendwas weggeschnitten wird. Wenn wir das, was diesen Prozess ausgelöst hat, ich möchte es eigentlich auch gar nicht als Krankheit bezeichnen, sondern das, was in uns geschieht, sind nichts weiter als Prozesse, die ganz besonders jetzt in dieser Zeit der hohen Frequenzen, wir haben ja vorhin von dem Maya-Kalender eine ganze Menge gehört, was jetzt in diesen hohen Frequenzen einfach angetriggert wird. Also das heißt, wir haben ja Matrix-Speicherungen in unserer Seele, die sozusagen in unserem Leben Themen erschaffen, aufgrund von Ursache und Wirkung. Und so können wir auch sehen, dass in diesen angetriggerten Themen, die sich entladen, Krankheitsprozesse in Gang gesetzt werden. Zu diesen Themen, die mit dem Aufstiegsprozess oder eben auch Transformationsprozess in Verbindung stehen, habe ich einige sogenannte Tools herunterladen dürfen aus dem großen kosmischen Internet. Dazu gehört unter anderem auch das Energie- und Lichtpunktschema von Andromeda, was ich entwickeln durfte. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, dem Körper dabei zu helfen, sich von innen heraus, also nicht von außen, sondern von innen heraus, durch die damit verbundene Bewusstseinsarbeit und B, mit den Möglichkeiten der kristallinen Frequenzen, kristallinen kleinen Kristallen, die wir im Körper sozusagen erzeugen, erschaffen dürfen, eigenständig, die Frequenz kontinuierlich im Körper anzuheben und damit auf der Zellebene oder auch im subatomaren Bereich verbunden, den gesamten Körper in eine Balance, in eine Neuausrichtung zu bringen. Das heißt, in diesen kontinuierlich ansteigenden Frequenzen wird der Körper entlastet. Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, angefangen von den Kristallen, von denen ich schon gesprochen habe. Es sind also feinstoffliche Kristalle, die wir in den Körper mit einbauen dürfen. Das nächste ist sehr viel Atemtechnik in Verbindung mit diesen Energienlichtpunkten, die wir im Körper aktivieren. Das nächste wäre dann die Wirbelsäulenarbeit. Es ist gesagt worden, dass jeder einzelne Wirbel eine Kammer des Wissens ist und dass wir eigentlich vom Ursprung her eine kristalline Lichtsäule sind. Das heißt, wenn wir diese
Wirbelsäule, die aufgrund der vielen, vielen Erfahrungen, die wir unendlich viele Leben gemacht haben, überlastet ist, überlagert ist mit Karma-Thematiken, können wir uns sozusagen wieder diese kristalline Lichtsäule in uns rekonstruieren, indem wir eben die Themen erkennen, sie bearbeiten und sie entlassen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, sich eigenständig, ohne dass wir abhängig werden von irgendwelchen Gesundheitssystemen oder auch natürlich von Ärzten, aus eigener Kraft heraus wieder eine Möglichkeit der Heilwerdung zu erschaffen. Und meine Botschaft, die ich weitergeben möchte, ist die, es wird so oft gesagt, ja, was kann ich denn eigentlich tun? Es ist so viel Schwieriges da, die Erde ist krank, in Anführungsstriche, die Menschheit ist krank. Was ich als Botschaft geben möchte, ist, dass wir heilen die Erde, indem wir uns selbst heilen. Also die Heilung beginnt bei mir, und zwar mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit dem, was ich herausgebe, mit dem, was ich aber auch bereit bin für mich zu tun, in Verbindung eben mit meiner Eigenliebe. Also auch das alte Thema, was schon Jesus auch gesagt hat, liebe dich selbst, dann kannst du auch deinen Nächsten lieben und dann wird die Erde von ganz alleine heil. Ich soll noch weiterreden. Okay. Möchtest du mir eine Frage stellen vielleicht? Was ist Galactic Network? Galactic Network ist die Möglichkeit, das hatte ich am Anfang schon ja gesagt, die Möglichkeit, unterschiedliche Verbindungen herzustellen. Und zwar meine Arbeit bezieht sich ganz speziell auf die übergeordneten Verbindungen. Also sprich, ich bin ein, man nennt es Channel, Medium, ich würde sagen, ich bin mehr ein Übersetzer der geistigen Ebenen hier in unsere ganz normale Sprache. Was habe ich als Mensch mit Galaktik zu tun? Letztendlich sind wir alle Sternenkinder. Wir kommen letztendlich alle von unterschiedlichen Sternen, Ebenen, Planetensystemen. So ist es mir erklärt worden. Ich kann ja auch nur das weitergeben, was man mir erklärt hat. Und insofern haben wir natürlich auch eine Verbindung zu diesen unterschiedlichen Ebenen. Sind diese Ebenen einfach auch in unser Körper vorhanden? Ja und nein. Also da würde ich sagen, ein Teil ist natürlich, wenn wir die Elemente ansprechen, die sind in unserem Körper enthalten. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir sagen, das fünfte Element, was wir zu den vier Elementen, die wir hier ja auf unserer planetaren Ebene haben, in unserem Körper haben, ist das übergeordnete fünfte Element die Liebe. Insofern haben wir natürlich auch das in unserem Körper. Haben Galaxien einfach so wie ein Körper spezielle Eigenschaften? Ich würde sagen, es sind unterschiedliche Bewusstseinsebenen oder Frequenzbereiche. Also wenn wir jetzt Andromeda nehmen, wäre das zum Beispiel der zehndimensionale Frequenzbereich. Nehmen wir Sirius, ist es der sechsdimensionale Frequenzbereich. Plejaden wäre der fünfdimensionale Frequenzbereich. Für mich ist es immer so schwierig, wenn das alles personifiziert wird. Also für mich sind Engel zum Beispiel auch nur Energiebilder. Frequenzbereiche, Wissensfelder, ja, schön, Informationsfelder. Schön, schön. Dann kann man sich das auch besser, man kann es dann auch besser nachvollziehen, weil immer wenn es zu sehr personifiziert wird, dann wird es auch so eng. Dann hat man wieder Vorstellungen. Man stellt sich etwas vor und hat nicht die Möglichkeit, dass es sich ausweiten kann. Vielen Dank. Gerne.